Wir schreiben das Jahr 1300 vor Christus. Zu dieser Zeit lebt in Palästina, im Gebiet Kanaan, das Volk der Israeliten. Doch dieses Volk war kein gewöhnliches Volk, wie die anderen Völker der Erde. Nein, die Israeliten wurden im Lauf ihrer Geschichte von Gott zu einem ganz besonderen Bund auserwählt. Aber warum? Was hat es mit diesem Gottesbund auf sich? Seit der Erschaffung der Erde haben die Menschen Gott immer wieder enttäuscht und ihm großen Kummer und Sorge bereitet. Mit Adam und Eva kam die Sünde in unsere Welt und durch den Sündenfall wurden die Menschen schlecht und böse. Seither wird gelogen, gestohlen und gemordet. Und was dachte Gott darüber? Er war sehr traurig, denn er wollte, dass es den Menschen gut geht und dass alle in Frieden miteinander leben. Stattdessen haben sie sich selbst zu Göttern erklärt, um sich gegenseitig zu vernichten. Da begann Gott, sich Menschen zu suchen und er wählte Abraham zum Stammvater seines zukünftigen Volkes. Abraham hörte auf Gott, er vertraute ihm und ließ sich von ihm leiten. Und Gottes Verheißungen gingen auf den Sohn Isaak, auf dessen Sohn Jakob und seine 12 Söhne über. Aus ihnen wurden die 12 Stämme Israels. Aber allzu menschlich handelten 11 der Brüder an Jakobs Lieblingssohn Josef. Sie verkauften ihn aus Neid und Habsucht. Josefs Weg führte nach Ägypten und während einer großen Hungersnot kamen auch Jakob, seine Söhne und Enkel ebenfalls in dieses fremde Land. Kanaan, ihr Erbe, mussten sie zurücklassen. Ihr Schicksal wurde nun in einem fremden Land geformt, inmitten eines Volkes, das sich vom großzügigen Gastgeber in eine Nation von Unterdrückern wandelte. Unter Ramses II., dem mächtigen ägyptischen Pharao, wurde Israel zur Zwangsarbeit und zur Sklaverei gezwungen. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Gäste aus nah und fern, im Namen aller Mitwirkenden heiße ich Sie heute Abend hier im Bürgerhaus in Soldorf ganz herzlich willkommen. Ein herzlicher Gruß gilt auch unseren Sponsoren, die uns für dieses musikalische Projekt finanziell und materiell unterstützt haben. Die 10 Gebote, ein Musical von Michael Kunze und Dieter Falk, schreibt die gerade gehörte Geschichte des Volkes Israels weiter. Diese Geschichte, die im Alten Testament auch Exodus genannt wird, erzählt von den Höhen und Tiefen im Leben von Moses, von Zwietracht, Liebe, Berufung und von einer Befreiungsaktion für ein ganzes Volk. Kurzum, eine Story, wie sie spannender nicht sein könnte. Begeben Sie sich nun mit uns gemeinsam zurück in die Vergangenheit, ins 13. Jahrhundert vor Christus und erleben Sie, was dort geschehen ist. Um technische Störungen zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, Ihre Mobilfunktelefone ganz auszuschalten. Herzlichen Dank. Thank you.
sein, ist dem Himmel gefiel. Ein Vorbild für alle, von jeder Schuld rein. Dafür würde Israel aus der Welt sein. Hast du schon gehört? Sie bringen alle neugeborenen Babys um. Was machen wir nur mit unserem kleinen Jungen? Er darf nicht sterben. Er ist doch noch so klein. Mama, ich habe Angst. Ich höre sie schon. Sie kommen immer näher. Komm her, hab keine Angst. Wir werden ihn schon beschützen können. Schnell, lass uns zu mir ein. Ich habe eine Idee. Was hast du vor mit ihm? Ich will meinen Bruder nicht verlieren. Das wirst du auch nicht. Sieh her. Wir legen ihn in das Körbchen und überlassen ihn dem Fluss des Lebens. In dir. Bitte Gott, rette sein Leben.
Du, Miriam, bleib da und schau, was mit ihm geschieht. Es war ganz warm und still am Wasser. Die Sonne schien, das Glöckchen schaute leise auf den Wellen hin und her. Aber sonst geschah nichts. Doch dann auf einmal... Komm, meine Zoe, wir wollen uns eine schöne und geeignete Stelle zum Baden. Ja, meine Gebieterin. Du erhabene Tunde des Paar. Komm. Es ist sehr heiß heute. Da tut sie eine kleine. Ich bin gut. Schau, da vorne ist eine schöne Stelle. Wo sehen wir? Da drüben. Was ist das? Seht ihr das auch? Ja, aber der Schilf. Was hat sich im Schilf verfangen? Schnell, holt es mir mal her. Oh, wie süß, ein Baby! Und noch so klein. Das ist bestimmt ein Junge aus dem Volk Israel. Und wenn schon, dieser Junge soll nicht ertränkt werden. Denn ich bin nicht so schlecht wie mein Vater. Er soll bei mir im Palast aufwachsen, wie mein eigener Sohn. Und ich werde ihn Moses nennen. Moses? Ja, Moses, denn das bedeutet, aus dem Wasser habe ich dich gezogen. Oh nein, jetzt fängt es an zu weinen. Nein. Er hat bestimmt Hunger und er soll mir Milchkar bekommen. Soll ich eine Frau holen, die das Kind stillen kann? Das ist eine gute Idee. Lauf schnell los und hole sie. Und Miriam rannte nach Hause und erzählte alles ihrer Mutter. Beide konnten ihr Glück kaum fassen und gingen sogleich in den Palast des Pharaos, wo sie ihren kleinen Moses wiederfanden. So konnten Jochebed ihr Kind wieder mit nach Hause nehmen und 3 Jahre bei sich behalten, bevor sie es dann zur Prinzessin zurück in den Palast gab. Moses wuchs dann dort im Palast wie ein reicher Prinz auf. Er wurde behandelt, als wäre er ein richtiges Familienmitglied. Eines Tages jedoch bemerkte er, dass er eigentlich vom Sklavenvolk der Israeliten abstammt. Als er dann sah, wie ein Arbeiter von einem ägyptischen Aufseher ausgepeitscht wurde, griff er sofort ein und... Er tötete den Mann? Ja genau, er tötete ihn. Da diese Tat aber von anderen gesehen wurde, musste er aus seiner Heimat Ägypten fliehen und war ab sofort nicht mehr der reiche Prinz aus dem Palast, sondern ein armer, gemahler Israelit. Und durch die Wüste, so kam mir mein
und dachte zuerst, das geht mich nichts an, ich halte mich da wohl besser raus. Doch als die Hirten den Weg noch immer nicht freigeben wollten, riss Moses die Geduld und er griff ein. Die beiden kennen wir doch. Das sind Moses und Zippora. Die beiden liegen sicher sehr vertraut in den Armen. Naja, sie fanden sich ja schon vom ersten Augenblick an sehr interessant und anziehend. Sehen die beiden nicht wie ein Traumpaar aus? Die Hirten sind jetzt weg. Deine Schafe können wieder trinken. Danke, dass du mir geholfen hast. So ganz allein mit deiner Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Kann ich das nur jemals wieder gut machen? Ach, nicht zu danken. Ich tat nur, was ich tun musste. Aber bist du eigentlich? Ich bin Zippora, die Tochter von Jethro. Und ich bin Moses, der Schildgeborene. Komm mit mir nach Hause, ich will meinen Vater vorstellen, der mich gerettet hat. Da gab Moses den Stab in die Hand, da
Thank you.
während Moses und Aaron ihr Wiedersehen so richtig feiern, eilen wir den Weg nach Ägypten mit einigen Schritten voraus zum Pharao. Darf ich vorstellen? Vier Schleimer, sie kriechen um den Thron des Pharao. Zwei Bäder, die selbst bei den heißesten Kehlen für frischen Wind sorgen. Zwei Diener, die im Palast für die nötige Ordnung sorgen. Und natürlich der große Pharao. Er ist zwar ein mächtiger Gott, jedoch grausam und schrecklich gemein. Thank you.
Aber nur in Pharaos Reich.
Pause wagen.
Bitte nehmen Sie am Ende keine Glasflasche mit in den Saal. Danke. Natürlich nicht einschüchtern. Die Israeliten mussten also erstmal bleiben und weiterschuften. Doch es dauerte nicht lange, da wurden die Ägypter auch schon von der ersten Plage befallen. Frösche! Riesige Schwärme voller fetter, ekliger Frösche! Sie waren einfach überall! Das ganze Land der Ägypter war voll von ihnen! Sie gelangen ins Schlafzimmer, Backtröge und Öfen! Und dieses nervige Gequake! Ja, aber die Stechmücken und Stechfliegen waren auch nicht gerade besser. Sie waren unglaublich zerstörerisch und innerhalb kürzester Zeit war das gesamte Holz der Häuser völlig zerstört. Auch die komplette Ernte der Ägypter war total zerfressen. Niemals zuvor gab es so viel Ungeziefer im Land. Die Plage war unerträglich für Mensch und Tier. Immer mehr Ägypter kamen in den Palast des Pharao, um sich wegen der schrecklichen Situation zu beschweren. Er solle schnellstmöglich etwas dagegen unternehmen. Der Pharao war erstmal voller Wut. Schließlich hatte er das Ganze, wie er selbst sagte, diesem Moses und seinem Gott zu verdanken. So ließ er auf der Stelle nach Moses rufen. Dieser bot ihm an, dass all das Ungeziefer verschwinden würde, wenn er die Israeliten und ihn ziehen ließe. Der Pharao schlug ein. Und nicht nur das, er bekannte sich sogar als schuldig und im Unrecht. Nach einigen Tagen war die Froschplage vorbei. Auch Ungeziefer und Stechmücken haben sich in Luft aufgelöst. Doch als der Pharao bemerkte, dass in seinem Land wieder Ruhe eingekehrt war, änderte er seine Meinung. Und ließ die Israeliten nicht ziehen. Ganz im Gegenteil, sie mussten noch härter schuften. Und so breitete sich unter dem Volk Wut und Empörung aus. Drei Tage lang war es stockdunkel. Die Menschen fürchteten
fürchteten sich sehr und trauten sich nicht auch nur einen Schritt von der Stelle. Nur die Israeliten hatten weiterhin Licht in ihren Häusern. Es war ein grausamer Anblick. In einer weiteren Tage kam dann ein immer stärker werdendes Gewitter mit Donner, Blitz und Hagel, wie es das Land noch nie gesehen hatte. Die Hagelkörner zerstörten alles, Felder, Pflanzen und Häuser. Auch nach diesen Tagen sprach der große Pharao, dass er die Israeliten ziehen lassen würde. Doch als Gott die Ägypter wieder von den Plagen befreite, änderte er seine Meinung wieder und verweigerte den Israeliten den Auszug aus seinem Land. Und Moses verwandte sich nach jeder Niederlage wieder an seinen Gott, der mit immer neuen Plagen seine Macht an den Ägyptern demonstrierte. Und so hatte das Volk Ägyptens, die Diener und Schranzen des Pharao, große Angst. Schnell, Moses, mach dich auf den Weg,
und warne dein Volk vor der Todesnacht. Keine Sklaven mehr, die meine Befehle befolgen.
Kein Moses, der mit mir streiten will. Ich habe sie einfach so ziehen lassen. Dieses Pack hat mich in ganz Ägypten zum Narren gemacht. Für wen halten die sich, diese verfluchten Israeliten? Ich frage mich, wo sie gerade sind. Allzu weit können die ja noch nicht gekommen sein. Doch ich werde ihnen zeigen, wer hier der Herr ist. Hochschwanzen! Mein ganzes Heer soll sich bereithalten. Wir werden die Israeliten zurückholen. Denn ich bin der einzig wahre und unbesiegbare Gott Pharao. Das ist ja schrecklich.
Großes, was machen wir denn jetzt? Mein Gott, was nun? Was soll ich jetzt machen? Moses, bleib hier am Ufer stehen. Strecke deinen Stab aus und du wirst sehen, wie ich dich und dein Volk erneut retten und befreien werde. Was macht er jetzt? Er nimmt keinen Schlaf und streckt ihn wieder über den Meer auf. Da, das Wasser. Es blutet das ganze Eis. Lass es zurück. Die ganze Zeit. Schlaf. Wir trinken im Meer. Thank you.
die uns Moos versprach, wir sind geflohen, um zu sterben. Durst, Durst, wir haben Durst. Wir haben Moos verkauft und sind ein bisschen hergekommen. Und jetzt? Jetzt ist alles aus. Wasser, Wasser, wir verdursten. Die ganzen Wunder ließen uns noch betäuschen. Die Teilung des Meeres war doch nur eine Laune der Natur. Und jetzt sitzen wir in der Wüste und haben Durst. Als wir endlich Wasser gefunden haben, können wir es nicht trinken. Gott bestraft uns. Wir haben Durst. Gott, was nun? Jetzt sind wir wirklich am Ende. Was soll ich tun? Moses, hör zu. Ich bin deines Vaters Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs Gott. Ich habe Israels Leid erkannt und will es befreien von seinem Durst und führen in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließen. So nimm deinen Stab und schlag ihn an den Felsen, und sogleich wird kostbares Wasser herausfließen. Daran könnt ihr euch stärken. Dann macht euch auf den Weg und zieht weiter. Kommt her und kostet das Wasser. Es ist süß, es schmeckt köstlich, einfach himmlisch. Gott hat uns gerettet. Die Israeliten waren sehr erstaunt, denn das Wasser schmeckte einfach vorzüglich. Auszudenken, was passiert wäre, wenn Moses die Wasserquelle nicht entdeckt hätte. Nachdem sich dann alle an dem köstlichen Wasser gestärkt hatten, machten sie sich weiter auf den Weg durch die unendliche Wüste. Doch dann, nach einigen Tagen... Hunger! 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 Die nächste Katastrophe war nicht an. Das Volk trat in einen Hungerstreik. Sie murrten und wurden zornig. Moses versuchte die Menge zu beruhigen. Er war immer noch fest davon überzeugt, dass Gott ihm auch auf dieser Situation helfen würde. Und dann geschah Folgendes. Jetzt sind wir aber mal gespannt. Auf eine wundersame Weise wurde das Volk mit Bachfleisch und Brot versorgt. Als sie sich dann daran gestärkt hatten, machten sie sich weiter auf den Weg in das gelobte Land. Je länger das Volk unterwegs war, desto mehr Probleme traten auf, mit denen sich Moses auseinandersetzen musste. Es gab Aufstände, Streit und große Unzufriedenheit breitete sich aus. Allmählich wurde Moses bewusst, dass das Volk ohne klare Gesetze das verheißene Land nie erreichen wird. Die Lage spitzte sich von Tag zu Tag dramatisch zu. Moses, was hast du? Was macht dir Sorgen? Es wird immer schwieriger, das Volk zusammenzuhalten. Ständig neue Herausforderungen, immer wieder neue Aufstände. Zipporah, langsam merke ich, dass es ohne Regeln und Gesetze einfach nicht mehr geht. Jeder benimmt sich, wie es ihm gerade passt. Ich hoffe, wir werden nicht bald irre in dieser unendlichen Wüste. Haben wir den rechten Weg verloren? Zipporah, was soll ich tun? Gott ist bei dir und deinem Volk. Er stillt den Durst und füllt den Raum. Doch wie
und wir schlugen sie am Sinai ihr Lager auf. Ganz erschöpft von der langen Reise und voller Fragen sahen die Israeliten noch immer kein Ende der Wüste. Nicht einmal bei Moses musste weiter und so machte er sich auf den Weg zu Gott und stieg hinauf auf den Berg. Und Gott? Ja, der sprach zu ihm. Ihr habt gesehen, was ich in Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlern Flügeln. Tut, was recht ist und enttäuscht mich nicht. Ihr sollt mein auserwähltes Volk sein. Das Bundes verkündet die Kinder Israels. Es ist wahr, wir haben dich enttäuscht. Darum wäre es hilfreich. Du würdest uns sagen, was man tun und lassen soll. Bitte, gib uns dein Gesetz! Das soll geschehen. Ich werde euch 10 Gebote geben. Haltet euch bereit und wascht Gesicht und Kleider. In 3 Tagen, wenn des Himmels Posaunen euch rufen, kommt zum Berg. Das, Moses, verkündet die Kinder Israels. Nachdem sich das Volk endlich in sein Lager zurückzog,
stieg Moses hinauf auf den Berg, um dort Gott zu begegnen. Der ganze Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn Gott schlug Feuer auf den Berg herab. Jeden Abend kamen die Menschen zusammen und warteten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Moses. Sie hofften auf eine Botschaft, die er ihnen überbringen konnte. Doch er kam nicht. Auch am nächsten Tag war noch immer nichts von ihm zu sehen. Und am folgenden Tag auch nicht. Und so vergingen Tage und Wochen und das Volk begann wieder einmal zu murren und zu zweifeln. Ob Moses jemals wieder zurückkehren wird? Ich glaube nicht daran. Er kommt nicht wieder. Eins ist klar, Moses kommt nicht wieder. Gott hat ihn bestraft. Moses ist tot. Schluss! Hört endlich auf mit der Hexerei. Ihr seid doch nur neidisch auf Moses, wenn er alleine zu ausgewählt worden ist, mit Gott zu reden. Er wird wiederkommen, ganz bestimmt. Aaron hat recht. Ihr seid euch das Schämen, so über Gott und Moses zu lästern. Ach, macht doch, was ihr wollt. Also, ich hab das Wort langsam satt. Gott hat uns vergessen. Er ist längst wieder weg. Er hat uns hier im Lager einfach allein zurückgelassen. Ich habe genug von der lästigen Wachterei. Ich will endlich wieder leben und Freude haben. Guckt euch zu, wir gestalten doch bloß mal. Überall schlechte Laune. Mit euch kann man doch nicht anfangen. Also ich will mal wieder was erleben. Oh, ich will Spaß. Sie hat recht, das sollen wir auch. Aaron, er soll unser neuer Anführer sein. Er kann uns wieder Hoffnung geben. Genau, Schluss mit dem lästigen Büßen und Bereuen. Ich bin auch für Aaron. Aaron, 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 Aaron. Und so hatte Gott dann Aaron das Sagen. Ihm gefiel seine neue Rolle als Anführer gut. Und Aaron, er dachte still bei sich. Jetzt oder nie, das Volk braucht Freude und gute Laune. Wir brauchen Mut und Zuversicht. Alle sollten etwas zur guten Laune beisteuern, mit Gold, Schmuck und Glamour. Und so entstand unter Aarons Regie ein neues Bild von Gott, an dem sich jeder erfreuen konnte. Das goldene Kalb. Und das Volk tanzte und feierte. Und keiner dachte mehr an Gott und die Rückkehr von Moses. Thank you.
nicht, dass wir die Boote geben? Ihr belebt euch wie der letzte Abschaum. Zerbrecht dieses Ding, zerreibt es. Will es nicht mehr sehen, euer goldenes Kalb. Dein Bruder Aaron hat sich das Ganze mit dem Kalb ausgedacht. Mein eigener Bruder, ist das wahr? Aber dich hielt ich für schlau. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Und diese Tafeln mit den 10 Geboten sind viel zu schade für euch Schwachköpfe. Ihr selber seid doch viel dämlicher als dieses doofe Kalb. Und deine Mutter ehren. Was? Denn Eltern
wunderbarer Tag, du wirst bald vergehen. So wie du heute bist, werde ich dich nie wiedersehen. Nie mehr, so singt das Leben. Nie mehr, so singt die Welt. Wunderbarer Tag, du wirst bald vergehen. Du gehst langsam fort, sagst nicht auf Wiedersehen. Wie ein Traum in der Nacht kommt das Leben. Wie ein Traum, wie ein Traum, wie ein Traum in der Nacht kommt das Leben. Es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen. Alter Bruder Schmerz, ist Zeit für dich zu gehen. Deinen Feuersturm werde ich nie wiedersehen. Nie mehr, so singt das Leben. Nie mehr, so singt die Welt. Alter Bruder Schmerz, ist Zeit für dich zu gehen. So wie du heute bist, werde ich dich nie wiedersehen. Wie ein Traum in der Nacht kommt das Leben. Wie ein Traum, wie ein Traum, wie ein Traum in der Nacht kommt das Leben. Es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen, es wird gehen. Sie wird nie gehen, sie wird nie gehen.